So, meine Damen, meine Herren. Ich darf Sie ganz herzlich zur 27. Sitzung des Stadtrates begrüßen, was heute eine Sondersitzung ist. Bevor wir beginnen, noch einige Feststellungen für die Niederschrift. Ich stelle erstens die ordnungsgemäße Leitung fest und die Beschlussfähigkeit. Es haben sich vor einigen Minuten 37 Stadträtinnen und Stadträte eingetragen und insoweit haben wir die ausreichende Mindestanzahl definitiv erreicht. Zum Ablauf der Sitzung und zur Tagesordnung. Wir haben ja heute einen Punkt, wo es notwendig war, aus Sicht der Verwaltung Widerspruch gegen einen Beschluss aus der vergangenen Sitzung einzulegen. Herr Bürgermeister Schmidtler-Montén wird dann in diese Thematik kurz einführen. In der Debatte beginnt heute die Fraktion Die Linke mit Ausführungen, sofern gewünscht. Und wir stehen mit auch etwas reduzierter Mannschaft, so wie Sie, Rede und Antwort, so falls das notwendig ist. Bevor wir aber einsteigen in die Sitzung und ich frage, ob es weitere Anträge zur Tagesordnung gibt, noch eine erfreuliche Nachricht, die uns heute erreicht hat. Wie Sie wissen, hatten wir uns bereits vergangenes Jahr erfolgreich beworben um die Zukunftsstadt, eine Ausschreibung des Bundesforschungsministeriums, und waren als eine von 51 Städten in die erste Runde gekommen. Und heute hat uns die freudige Nachricht erreicht, dass eine Expertenkommission uns mit ausgewählt hat, als eine von 20 Städten, die jetzt in die zweite Runde weiter eingeladen werden. Dafür bekommen wir auch 200.000 Euro dann Fördermittel, um unsere Arbeit weiter umzusetzen. Sind die einzigste sächsische Stadt und wenn man auch hineinschaut, auch die größte unter allen verbliebenen Wettbewerbsteilnehmern. Und ich hoffe, dass es dann uns auch in der Folge gelingt, die zweite Phase so erfolgreich zu gestalten, dass wir dann auch eine der dann, glaube ich, noch 5 oder 6 Städte sein werden, die zur dritten Runde eingeladen werden. So, dann frage ich Sie, gibt es Anträge, Fragen zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Dann, wer der Tagesordnung so zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltung, beides nicht der Fall, dann einstimmig mit 38 Ja-Stimmen so bestätigt. Damit steigen wir ein, wie angekündigt, in die Behandlung unseres einzigsten Tagesordnungspunktes, neues Rathaus, Dresden, Kompensation von Brandschutzmängeln im unsanierten Gebäudeteil. Und wie ich eingangs schon bei der Tagesordnungsdiskussion oder Vorstellung des heutigen Tages gesagt habe, würde Herr Schmidtler-Montén kurz einführen. Ja, lassen Sie mich 2 einleitende Sätze sagen. Es gibt immer Maßnahmen, die man gerne macht und Maßnahmen, die man machen muss. Dies hier ist eindeutig eine der zweiteren. Also es ist nicht so, dass wir uns hier einen Spaß draus gemacht haben, Sie alle hierher zu laden in den Ferien, sondern tatsächlich so, dass wir die Notwendigkeit gesehen haben aufgrund des Beschlusses, wo dann auch, muss man ganz ehrlich sagen, von Seiten der Verwaltung im Laufe der letzten Stadtratssitzung die Brisanz, die da drin steckt, in dem Beschluss so nicht erkannt wurde, sodass wir uns im Nachhinein dann genötigt gesehen haben, Einspruch einzulegen oder Widerspruch einzulegen und Sie entsprechend nochmal einzuladen. Ich möchte das nur vorab nochmal sagen, einfach um auch ein bisschen Brisanz aus der Debatte rauszunehmen. Es ist jetzt nicht so, dass wir das gerne getan haben, was wir heute tun. Das möchte ich einfach vorab nochmal sagen. Ich möchte ein paar Worte nochmal zur Chronologie sagen. Es gab ja ursprünglich einen Beschluss aus 2010, wo mit einem Realisierungszeitraum von 10 bis 15 Jahren vorgesehen wurde, das Rathaus zu sanieren. Dann gab es einen ersten Bauabschnitt, der dann zu doch durchaus erheblichen Kostensteigerungen geführt hat, weswegen Sie als Stadtrat dann die Entscheidung getroffen haben, die weiteren Bauabschnitte der Sanierung erstmal zurückzustellen und weitere Informationen einzufordern. Ein Grund der umfassenden Sanierung des Rathauses war natürlich auch immer das Thema Brandschutz, sodass in der Folge des Beschlusses, den Sie im, ich glaube, Frühjahr letzten Jahres getroffen haben,
dann sich das Hochbauamt und die Bauaufsicht zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie gehen wir mit den Brandschutzmängeln im Rathaus um? Und vor allem auch die Frage gestellt haben, sind die Brandschutzmängel so erheblich, dass wir kompensatorische Maßnahmen im Vorgriff zu den weiteren Bauabschnitten machen müssen? Um diese Fragestellung zu beantworten, wurde ein Planungsauftrag ausgelöst, beziehungsweise ein Gutachten ausgelöst, um diese Brandschutzmängel nochmal umfassend zu untersuchen, zu gucken, müssen kompensatorische Maßnahmen her. Ein Bestandteil dieser Untersuchung war zum Beispiel auch eine Evakuierungsübung, die im Mai letzten Jahres stattgefunden hat, wo festgestellt wurde, dass bis zum Verlassen des letzten Mitarbeiters hier im Rathaus 9 Minuten vergehen, was auch eindeutig als zu lang eingeschätzt wurde. Und das erste Gutachten sagte dann aus, dass das Sicherheitsniveau angehoben werden muss. Allerdings waren die konkreten Aussagen, die da drin standen, nicht genau genug, sodass man ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben hat. Dieses wurde Ende November letzten Jahres dann fertig. Eine fachliche Stellungnahme eines Brandschutzgutachters, der gesagt hat, es müssen kompensatorische Maßnahmen zum Weiterbetrieb des Rathauses her. Allerdings war bis zu dem Zeitpunkt noch unklar, wie diese auszusehen haben. Also wurde ein Brandschutzkonzept beauftragt, was die Umsetzung dieser kompensatorischen Maßnahmen beschreiben sollte. Dieses Konzept wurde uns dann vorgestellt als Verwaltung am 25.02.2016, wo auch nochmal klar definiert wurde, dass das Gebäude nur bei kurzfristiger Umsetzung dieser Brandschutzmaßnahmen weiter genutzt werden darf. In der Folge wurde durch den Geschäftsbereich 2 dann entsprechend eine Vorlage gefertigt, vor allem deswegen, weil die Einschätzung war, man braucht für die Investitionssumme von knapp 2 Millionen Euro eine Haushaltsermächtigung. Vorgesehen war eine Behandlung im Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften, wenn ich das richtig entnommen habe, den Akten. Diese Vorlage ist dann auch im März gefertigt worden, im April auf den Weg gegeben worden, am 12.04. in der Dienstberatung beim Oberbürgermeister so beschlossen worden und dann in den Gremienverlauf gegangen, wo Sie dann entschieden haben, diese Vorlage nicht abschließend im Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften behandeln zu wollen, sondern im Stadtrat zu heben. Am 23.06., 24.06. wurde die Vorlage dann im Stadtrat behandelt und es gab einen Änderungsantrag von Ihnen, wo ich gerade schon sagte, ich persönlich war nicht da leider und die Kollegen hier und auch die Kollegen in der Bauaufsicht, die den Änderungsantrag nicht zur Kenntnis bekommen haben, konnten nicht intervenieren, sodass dann ein Beschluss gefasst wurde, von dem wir hinterher oder wo wir hinterher die Brisanz anders eingeschätzt haben als während der Stadtratssitzung. Effektiv war es ja so, dass Sie beschlossen haben, die tatsächlichen Bauleistungen, die beauftragt werden sollten, nicht auszulösen, sondern erstmal noch vertiefende Untersuchungen vornehmen zu wollen und Informationen zu haben und dann im Herbst oder November einen Beschluss fassen zu wollen. Dort gab es dann die Rückmeldung aus der Bauaufsicht, dass sie diese Verzögerung von knapp einem halben Jahr, die dadurch zutage tritt, für nicht unverzügliche Umsetzung halten und damit ein Problem sehen. Und dann sind wir natürlich immer bei der Frage, wie geht man mit einer solchen Einschätzung um? Eines Gutachters, einer Bauaufsicht, wenn man diese auf den Tisch bekommt. Und da geht es dann in erster Linie, ungeachtet dessen, und das vermag sich, glaube ich, keiner hier auszumalen, was wirklich passieren würde, wenn es hier brennen würde, immer auch die Frage, wer ist am Ende juristisch haftbar zu machen? Und wenn ich Ihnen dann sage, dass ungeachtet der moralischen Vorwürfe, die man sich selber für den Rest seines Lebens macht, man natürlich auch sich die Frage stellt, gehe ich eigentlich dann hinterher ins Gefängnis, wenn ich nicht handle, man natürlich die Entscheidung trifft, ich empfehle einen Widerspruch und in der gleichen Situation befindet sich dann natürlich auch der Oberbürgermeister oder eine Stellvertreterin, die sich diese Frage auch stellen müssen. Also entscheidet man sich am Ende für einen Widerspruch und lädt sie alle dann auch während der Ferien, weil man die Fristen von 4 Wochen einzuhalten hat, ein. Also so viel einfach zur Chronologie, weswegen wir hier heute sitzen. Vielleicht einfach noch mal ein paar Worte dazu, warum wird es eigentlich als so gefährlich erachtet? Ich habe mir die Pläne selber auch sehr umfassend angeguckt. Wir haben zurzeit die Situation, dass wir im nicht sanierten Teil des Rathauses im Prinzip alle Flure und Treppenhäuser miteinander verbunden haben, also einen großen Rauch- und Brandschutzabschnitt haben. Wenn es brennt, kommen 80% aller Opfer nicht durch das Feuer um, sondern durch den Rauch, der dadurch entsteht. Das heißt, der Rauch verteilt sich extrem schnell durchs Gebäude
und wir haben dann tatsächlich sehr viele Besucher und Mitarbeiter hier im Haus, die gefährdet wären. Deswegen haben wir gesagt, es ist ein akuter Handlungsbedarf und wir müssen sofort in die Auftragsvergabe gehen. Deswegen haben wir den Widerspruch eingereicht. Was ist die Alternative? In dem Gutachten steht eigentlich ziemlich deutlich drin, dass das Ermessen auf null reduziert ist, wenn man nicht handelt. Das heißt, wir müssten tatsächlich darüber nachdenken, wie wir in einem geordneten Verfahren dieses Rathaus dann peu à peu räumen. Wie das aussehen kann über kurzfristige Anmietung von anderen Objekten, über Zusammenrücken von Mitarbeitern. Auf jeden Fall wäre es eine Situation, die, glaube ich, für ein ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln angesichts der Aufgaben, die wir sonst noch so zu bewältigen haben, nicht gerade förderlich wäre. Das ist der Grund, warum wir also gesagt haben, wir reichen diesen Widerspruch ein. Die unvorbereitete Sperrung des Rathauses wäre natürlich auch wirtschaftlich nachteilig, weil wir entsprechend hohe Kosten zu tragen hätten für die Anmietung von Alternativen, die über einen längeren Zeitraum natürlich auch erheblich teurer wären als die kurzfristigen und vorübergehenden kompensatorischen Maßnahmen, die wir hier im Haus zu bewältigen hätten. Soweit, vielen Dank für die nochmal Erklärung. Wir steigen jetzt ein in die Behandlung. Es gibt einen Änderungsantrag. Wird der von jemandem vorgestellt, eingebracht? Machen Sie in der Debatte. Dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein. Wie ich eingangs gesagt habe, beginnt Fraktion Die Linke. Herr Mattis. Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe wenige Gäste. Ich wollte jetzt zu Anfang auch noch mal etwas länger eingehen auf die Entstehung dieses, wie ich finde, Sommertheaters, was hier momentan stattfindet. Aber ich würde mir das jetzt sparen. Es ist ja gesagt worden, die Sitzung beim letzten Mal, in der letzten Viertelstunde, wo es um diesen Punkt ging, war äußerst harmonisch. Man konnte sich das in den letzten drei Wochen in der Endlosschleife in Dresden Fernsehen anschauen. Es sprachen genau drei Leute, Herr Wirz, Herr Thiel und Herr Löser. Der Kollege von der SPD hat gleich verzichtet, mangels zu sagen Interesse. Und dann wurde relativ ohne große Diskussion abgestimmt, hatte niemand Probleme. Und dann kamen diese, sagen wir mal, sehr dramatisierenden Darstellungen in der Presse in der letzten Woche, was ich, sagen wir mal, den Kollegen von der Presse nachsehe, weil das Sommerloch muss ja irgendwie bespielt werden. Aber es ist natürlich deshalb notwendig, dass man nochmal genau sagt, was haben wir denn damals eigentlich anderes beschlossen. Wir haben beschlossen, wir wollen das, was der Oberbürgermeister vorgeschlagen hat oder respektive der Baubürgermeister so in die Wege leiten. Und zusätzlich haben wir beschlossen, weil das, was da vorgeschlagen ist, eine Maßnahme ist, die nur provisorischen Charakter hat. Das heißt, wir geben da 3 Millionen aus für Baumaßnahmen, die keinen Bestand haben, die wir dann im Zuge der Generalsanierung wieder rückbauen, wieder abreißen, also die sozusagen wirklich nur ein Provisorium sind. Und warum wir gesagt haben, sowas ist natürlich manchmal notwendig, aber nie schön, doch mal drauf zu gucken, ob es unter Umständen nicht vielleicht doch günstiger ist, lieber gleich auszuziehen, etwas Geld auszugeben für die andere Unterbringung in einer anderen Immobilie, die kostet natürlich dann auch Geld, das ist klar, und dann zu sehen, ob man die Generalsanierung vielleicht ein Stück nach vorne ziehen kann. So, das war unser eigentliches Anliegen, parallel zu der Vorbereitung dieser Akutbaumaßnahmen nochmal zu prüfen, ob die andere Variante vielleicht kostengünstiger ist. Das haben wir beschlossen inhaltlich. Und nun ist die Frage, was kann denn daran rechtswidrig sein? Also die Behauptung, es sei nachteilig für die Stadt, das ist jetzt immer eine Betrachtungsfrage. Wenn man schon vorneweg meint zu wissen, dass das sowieso nichts wird, dann kann man der Meinung sein, das ist nachteilig. Dann könnten wir heute nochmal drüber reden, darüber abstimmen. Aber was kann denn daran rechtswidrig sein? Und nun wird in der Begründung im Wesentlichen argumentiert mit dem Termin 30.11. Da ist gesagt, wenn wir die Vorlage am 30.11. erst in den Stadtrat bringen und dann wird erst entschieden, ist alles zu spät, wir müssen schneller handeln. Das war jetzt auch ungefähr die Argumentation.
Nun steht aber gar nicht in der Vorlage, bringt erst am 30.11. einen Entscheidungsvorschlag, sondern es steht drin, ich bringe bis spätestens 30.11. einen Entscheidungsvorschlag. Also anstatt uns diesen Widerspruch heute zu servieren, hätte man auch heute schon einen Entscheidungsvorschlag bringen können, sozusagen diesen Variantenvergleich vornehmen können oder vielleicht bis zur Sitzung im August nach der Sommerpause. Dann hätten wir sozusagen den Variantenvergleich machen können und dann hätte das geordnete Verfahren weitergehen können. So. Und das ist das, was wirklich ärgerlich ist und dann wird immer die Rechtswidrigkeit behauptet. Also man kann das dreimal lesen, man findet dort nichts Rechtswidriges. Es geht ja um was anderes. Sie wissen ja genau, dass wenn Rechtswidrigkeit behauptet ist und wir heute wieder so entscheiden würden, es dann zur Landesdirektion geht, die würde über die Sommerpause erstmal gar nichts machen und dann würde sie sich vermutlich auch ein bisschen Zeit lassen mit der Entscheidung. Dann, egal wie die Entscheidung ausgeht, wird es vermutlich von der einen oder anderen Seite nochmal vor Gericht gebracht, mit dem Ergebnis, dass dann wirklich Zeitdruck entsteht. Das ist also sozusagen das Spiel, was hier aufgemacht wird. Der Zeitdruck entsteht nicht aus der Entscheidung des Stadtrates, sondern aus dem dann zwangsläufigen Verfahren, wenn wir hier die Rechtswidrigkeit bis zu Ende ausdiskutieren wollen, die aus unserer Sicht in keiner Weise gegeben ist. Deshalb schlagen wir heute ein pragmatisches Vorgehen vor und da komme ich jetzt auch zu dem Ergänzungsantrag. Wir werden jetzt das von der Verwaltung vorgeschlagene so passieren lassen, legen aber Wert darauf, dann ausführlich ab August ausführlich ständig auf den Laufenden gehalten werden über den Stand der Dinge. Uns interessiert dann schon, ob dann die Umsetzung der Dinge genauso schnell geht wie jetzt die Einberufung einer Sondersitzung. Das heißt, also wir wollen in regelmäßigen Bericht auch zu allen anderen Fragen, also zum Beispiel der Frage der Ausweichimmobilien, da erreichen uns ja jetzt auch in den Fraktionen Angebote, über die man nachdenken muss. Das also ist unser Ergänzungsantrag. Unsere Fraktion wird sich bei dem Punkt 1 der Ursprungsvorlage enthalten und ansonsten bitten wir um Zustimmung. Dankeschön. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Grün, Frau Fiedersine. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich fasse mich ganz kurz. Eigentlich kann ich mich 100% meinem Vorredner Jens Matthies in der Einschätzung anschließen und ich denke, in der Ergänzung, die wir jetzt gemacht haben, ist wenigstens dieses Anliegen noch erhalten, was jetzt kein offizieller Prüfauftrag mehr ist, wie das letzte Mal, der ja vermeintlich das ganze Ansinnen aufgehalten hat. Ich glaube, hier geht es ja doch im Großen und Ganzen salopp gesagt um das schwarze Peter hin und her schieben. Am Ende sind wir im Stadtrat diejenigen, die den schwarzen Peter zugeschoben bekommen, weil wir ja so böse Sachen beschließen, wie dass wir das alles nochmal prüfen und vielleicht auch eine kostengünstigere Variante. Und das ist dann eben rechtswidrig. Das heißt also, wenn ich das so richtig und verstehe und weiterinterpretiere, wobei ich gleich mal sagen würde, so wie das geschildert wurde von Herrn Schmidt-Lamontaine und wie ich es auch von der zweiten Bürgermeisterin weiß, die ja nun hier war, als es darum ging, den Bescheid zu unterschreiben, den hätte ich, bin ich ehrlich, am Ende auch unterschrieben, weil an mir hätte ich den schwarzen Peter auch nicht kleben lassen wollen. Aber jetzt ist er eben wieder beim Stadtrat, nämlich heute. Und deswegen habe ich meiner Fraktion auch empfohlen, dann eben die Vorlage mit der gemeinsamen Ergänzung zu beschließen. Aber ich bin mal sehr gespannt. Wir haben ja Akteneinsicht beantragt, ob der schwarze Peter nicht in Wahrheit woanders liegt. Und wir hatten ja hier, ich bin lang genug dabei und es gibt einige Kollegen hier im Saal, die sind auch lange genug dabei, die genau wissen, wie es zum Beispiel beim Kulturpalast war, dass da ewig alle möglichen Leute gesagt haben, hochbrisant und wenn da was passiert und was weiß ich und es passierte gar nichts, bis dann plötzlich Holter die Polter auch über den Genossen Brandschutz initiiert sozusagen über Nacht der Kulturpalast komplett geschlossen werden musste. Und ich bin mal gespannt, was bei der Akteneinsicht rauskommt, denn jetzt gucke ich schon mal auch nach links, es gibt ja noch weitere Bürgermeister hier hinter mir sitzend. Ich möchte doch mal gerne wissen, wie lange eigentlich die Brisanz
im Rathaus schon bekannt ist. Denn beim Kulturpalast sind ja damals sehr erstaunliche Dinge bei der Akteneinsicht, oder da hatten wir ja sogar einen Untersuchungsausschuss dann rausgekommen. Und ein kleines bisschen, Herr Vorjohann, vermute ich jetzt schon, dass zumindest ein großes Stück des Kuchens Schwarzer Peter auch bei Ihnen haften bleiben wird. Aber das werden wir jetzt heute und hier und in dieser Sekunde nicht klären. Aber ich, wie gesagt, in der Akteneinsicht werden wir sehr genau drauf achten und das dann auch entsprechend auswerten. Ansonsten wird eben meine Fraktion der ergänzten Vorlage durch unseren Änderungsantrag ergänzten so zustimmen. Danke. So, wird SPD-Fraktion das Wort gewünscht? Herr Blümel, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe sehr aufmerksam der Einführung zugehört, weil ich gerne wissen wollte, ob es weitere Erklärungen über die in der Presse verlautbarten geben wird, warum wir heute hier zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Es hat sich für mich ergeben, dass es nach wie vor keine schlüssige und nachvollziehbare Begründung für eine Sondersitzung gibt. Denn all die Dinge, die hier angebracht worden sind, sind lange bekannt. Dass das Rathaus einen einzigen Brandabschnitt darstellt, das ist, glaube ich, jetzt 70 Jahre so. Dass wir auch in der Vergangenheit zu Vorlagen der Stadtverwaltung Änderungsanträge gemacht haben, ist geübte und gelebte Praxis, dass wir diese Änderungsanträge rechtzeitig der Stadtverwaltung zur Kenntnis geben. Um sie zu überprüfen auf Rechtmäßigkeit, ist auch gelebte Praxis. Ich darf erinnern, vor nicht allzu langer Zeit haben wir hier über den Tunnel debattiert. Da wurde uns bereits vor Beginn der Sitzung mitgeteilt, dass ein geplanter und noch gar nicht eingebrachter Änderungsantrag rechtswidrig sei und vom Oberbürgermeister nicht zugelassen würde. Daran erkennt man, welche Prioritäten innerhalb der Stadtverwaltung existieren bei Dingen, die jemanden persönlich am Herzen liegen, überprüft man es halt vorher, und bei anderen Dingen wird es halt dann im Nachgang geprüft, obwohl wir noch eine Sondersituation hatten, dass wir nicht einen Tag hatten, sondern wir hatten zwei Sitzungstage. Das heißt, man hätte beginnend ab Donnerstagmittag, wo dieser Antrag vorlag, über 48 Stunden Zeit gehabt, das zu prüfen und tatsächlich zu einer Bewertung kommen zu können. Das hätte uns allen diese Sondersitzung heute erspart. Ein Wort noch zum Thema, lieber Herr Böhmekorn, ein Wort noch zu dem Thema, wie brisant ist denn das nun tatsächlich oder nicht? Wer länger dabei ist, wie Frau Filiusiene bereits angesprochen hat, weiß, dass wir nicht das erste Mal bei Objekten der Stadt über Brandschutz reden. Ich darf an das Technische Rathaus erinnern. Da hat es Jahre gedauert, bis dort dieser Miss- und Umstand tatsächlich zu Reaktionen und zu Aktionen seitens der Stadtverwaltung geführt hat. Dort wurde, statt den Brandschutz zu verbessern, der Mietvertrag verlängert, wenn man sich erinnert. Das ist im Übrigen das Gebäude, in dem die Bauaufsicht jahrelang selbst gesessen hat. Wir haben aber auch aktuell Fälle. Wir haben zum Beispiel Schulen, in denen angedroht wird, die Schule zu schließen. Da gibt es Maßnahmen, die sind weniger gravierend als jetzt, nämlich viele, viele Millionen auszugeben, sondern da werden eben Kompensationsmaßnahmen vorgenommen, die angeblich jetzt das Risiko des Brandes minimieren. Kann man jetzt glauben oder nicht? Da ist die Frage, wie viel wert ist denn sozusagen die Sicherheit von Kindern in einer Schule und wie viel setzen wir denn jetzt hier ein, um Mitarbeiter in dieser Stadtverwaltung zu schützen? Also all das ist für mich nicht nachvollziehbar und stimmig. Wir werden uns diesem heute nicht in den Weg stellen. Ich habe aber noch zwei Fragen, die ich bitte zu beantworten. Was wäre denn passiert, wir hätten Variante A oder B der Stadtverwaltungsvorlage beschlossen, die nämlich auch keine Sofortmaßnahmen vorgesehen haben, sondern deren Umsetzung bis zum Jahr 2017 Ende gedauert hätte? Und die zweite Frage ist, sind denn in der Zwischenzeit bereits Aufträge ausgelöst worden? Das heißt, vollziehen wir hier eigentlich nur das, was bereits unterwegs ist?
Insofern, wir werden uns heute nicht in den Weg stellen. Wir hoffen, dass dieser Auftrag ausführlich zu berichten beschlossen wird, damit wir dort weiter sozusagen auf aktuellem Stand bleiben. Denn mir zum Beispiel war auch dieses Gutachten nicht bekannt, das zweite. Ich weiß nicht, ob das im Bauausschuss vorgestellt worden ist. Offiziell war es in den Fraktionssitzungen kein Thema. Insofern muss man sich auch nicht wundern, wenn sozusagen ungleiche Informationslagen sind, dass man zu unterschiedlichen Einschätzungen kommt. Danke für die Aufmerksamkeit. Wird FDP Freie Bürgerfraktion das Wort gewünscht? Ist nicht der Fall. AfD-Fraktion das Wort gewünscht? Nein. CDU-Fraktion? Herr Thiele, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist schon bemerkenswert, wie Sie hier die Sachlage verniedlichen und wie Sie jetzt versuchen, sich aus Ihrer Verantwortung herauszustehlen. Jawohl, Herr Lichti, so einfach ist es. Denn Sie haben natürlich ganz bewusst Ihren Änderungsantrag zur Stadtratssitzung eingebracht. Sie haben sich das, denke ich doch mal, im Rahmen Ihrer Kooperation auch überlegt, was Sie da tun. Und leider, das muss man eben sagen, Herr Blümel, haben Sie diesen Änderungsantrag, der eben doch hier sehr gravierende Wirkungen hatte, eben erst zur Stadtratssitzung hier eingebracht oder eben am Mittag des Donnerstags der Stadtratssitzung. Und dann erwarten Sie hier tatsächlich, dass man sich doch mit so einer gravierenden Ergänzung dann hier auseinandersetzen kann, als Stadtrat zumindest. Ich habe dann erst 16 Uhr von diesem Antrag erfahren. Ob das von der Verwaltung verlangt werden kann, kann ich jetzt nicht beurteilen. Auch ich habe mich natürlich geärgert, dass seitens der Verwaltung, als wir dann darüber gesprochen haben, keine Hinweise kamen. Aber darauf ist Ihr Bürgermeister, Herr Schmidt-Lamontaine, bereits eingegangen. Wir haben jetzt hier nun heute die missliche Situation, dass wir uns wegen Ihres unverantwortlichen Handelns nochmal neu hier treffen mussten. Und es ist auch nicht entsprechend angebracht, Herr Blümel, hier dann die Dinge in einen Topf zu werfen und die Verwaltungsmitarbeiter mit Schulkindern gleichzusetzen. Ich glaube, hier sind die Dinge immer entsprechend der konkreten Gefährdungslage und entsprechend am konkreten Objekt zu beurteilen. Und dafür haben wir das Bauaufsichtsamt. Und die machen das normalerweise dann auch entsprechend verantwortungsvoll. So habe ich zumindest bisher die Arbeit wahrgenommen. Wir hatten uns sehr intensiv mit der Thematik Brandschutz im Rathaus in den verschiedenen Ausschüssen befasst, im Bauausschuss ganz intensiv. Und Ihr Bauexperte, Herr Würz, hat zur letzten Bauausschusssitzung vor der Stadtratssitzung klipp und klar gemacht, dass er keinen anderen Weg sieht, als die Verwaltungsvorlage zu beschließen und dort auch die Variante C. Er hat ja extra nochmal einen Termin im Rathaus gemacht, hat darüber auch öffentlich berichtet, mit Fotos in der Zeitung, wo er sich einen Dachboden angeschaut hat und so weiter. Und dann kam die Finanzausschusssitzung, Herr Blümel, waren Sie auch mit da, und plötzlich hat Rot-Rot-Grün sich enthalten und gesagt, wir wollen das auch im Stadtrat heben, okay. Und dann kommen Sie aus dem Hut gezaubert mit so einem Änderungsantrag, und der führte eben zu den Verzögerungen. Und hier muss ich auch sagen, Herr Matthies, ich finde es nicht in Ordnung, dass Sie uns hier mit in Sippenhaft nehmen, denn Ihr Änderungsantrag hatte 5 Punkte. Wir haben den Punkten 1 und 2 explizit zugestimmt, weil wir gesagt haben, die sind unkritisch, die entsprechen auch der Beschlussvorlage. Und den Punkten 3, 4 und 5 haben wir nicht zugestimmt. Und genau da liegt nämlich das Problem, dass Sie halt hier im Punkt 5 formuliert haben, zum 30. November sind die Ergebnisse Ihrer, ja, spätestens vorzulegen. Man kann jetzt trefflich drüber streiten, ob das entsprechend hier von der Verwaltung so oder so zu interpretieren ist, aber es ist halt ein Verantwortungs... Ja, es ist verantwortungslos von Ihnen. Wir hätten aufgrund der Thematik dort zur Stadtratssitzung beschließen sollen und Sie haben es hinten rausgeschoben mit Ihrem Ergänzungsantrag und deswegen haben wir jetzt das Problem und Sie versuchen heute mit Ihrem Änderungsantrag gesichtswahrend aus dieser Sache rauszukommen, denn nichts anderes tun Sie hier
Und weil das so ist und wir keine Lust mehr haben, diese Metzchen mitzumachen, zumal auch heute Ihr Änderungsantrag eigentlich inhaltsleer ist. Er ist, hier stehen Sachen drin, die sowieso zu tun sind. Wenn entsprechender Informationsbedarf unsererseits besteht, können wir jederzeit nachfragen. Das ist geübte Praxis in den Ausschüssen und die Verwaltung berichtet dann auch. Und genau deshalb werden wir Ihren Änderungsantrag heute nicht mittragen. Wir beantragen dann auch, falls dieser Änderungsantrag eine Mehrheit findet, entsprechend punktweise Abstimmung der ergänzten Vorlage. Denn Sie sind jetzt hier entsprechend in der Situation, wo Sie die Mehrheiten herbeizuschaffen haben und auch zu vertreten haben. Ich habe jetzt hier wahrgenommen heute auch, dass die Linke dem Hauptpunkt der Beschlussvorlage offenbar nicht zustimmen will, sich enthalten will. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, so zu agieren. Ich habe dargelegt, wie wir uns verhalten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die Fraktionslosen, Herr Green. Tja, meine Damen und Herren, mich hat dieser Rückruf aus dem Urlaub, kommen Sie bitte zu einer Sondersitzung in der Bretagne, erreicht. Und wenn man dann so im Hinterkopf hat, es geht hier um eine Bauvorlage, während der man kommt, dann schaut man sich das, was man dort sieht, noch ein bisschen mit anderen Augen an. 1000 Jahre alte Burgen, Spätromanik, wir hatten die nicht das Material, was wir heute haben. Die Außenmauern biegen sich nach außen. Deswegen gibt es nämlich diese Stützmauern von außen, habe ich mir dann mal angelesen. Und die stehen heute noch. Die stehen heute noch, die kann man heute noch besitzen. Die Vorfahren unserer heutigen Europäer haben es geschafft, etwas zu bauen, was 1000 Jahre hält. Vielleicht lag es daran, dass es damals keine Demokraten gab, die 1000 Mal über alles abstimmen und diskutieren mussten, sondern der König sagte, wir bauen das und so war das. Was haben wir heute? Wir haben ein Rathaus, von dem wir uns sagen lassen müssen, es ist gefährlich, es brennt im Zweifelsfall wie Zunder. Und wer hat das gebaut? Das haben die geistlichen Väter von Herrn Kiesling und Herrn Mattis verzapft, als sie vor 60 Jahren das gebaut haben. Ihre geistlichen Väter haben dieses Rathaus, was so brennbar ist, gebaut. Deswegen, Herr Mattis, haben wir heute kein Sommertheater, sondern der Zeitdruck entsteht eben durch alles das, was Sie uns hinterlassen haben, die Sie damals sich im Stadtrat reingeschrieben haben, Mitglied der SED seit 1986. Meine Damen und Herren, in der letzten Sitzung haben wir einen Fehler, den die selbsternannte Gestaltungsmehrheit gemacht hatte, ausgebügelt. Es ging damals um einen Kindergarten und einen Spielplatz davor. Da waren das schon 14 Monate Verzögerung, ehe der Bauherr nun endlich oder der Investor nun endlich in die Gänge kommen konnte. Und jetzt haben sie in der gleichen Sitzung wieder etwas Neues dann verzapft, dass wir also heute zu der Sitzung zusammenkommen müssen. Was soll das, dass wir jetzt sagen, wir gucken erstmal, was es kostet. Wir haben eine Zeit mit Nullzinspolitik. Geld kostet uns möglicherweise bald Geld, wenn wir es auf der Bank lassen, wenn wir es nicht ausgeben. Das ist auch so ein Gedanke. Ja, meine Damen und Herren, und wir haben aber, Frau Fiegesehen, heute kein schwarze Peterspiel, sondern wir haben ein rote Peterspiel. Der Hintergrund ist nämlich ein ganz anderer. Ihr Finanzräubermeister im Wartestand sitzt nämlich da und will ab 1. Januar das Geld unserer Bürger, das Geld noch des Dresdner Stadtsäckels ausgeben. Und deswegen bremsen sie, sagen, das machen wir noch nie, das ist noch mal. Und das ist so, wenn ein neuer Minister ins Amt kommt und dann baut er erstmal alles Mögliche, dann wird ja der Eindruck so erweckt, das ist so schön und das ist nämlich das, was eigentlich dahinter steht, meine Damen und Herren. Das Geld soll erstmal jetzt noch nie und dann, wenn jetzt der Herr Dr. Lammes dann im Amt ist und als Finanzbürgermeister, dann wird das Geld ausgegeben. Das ist nämlich der eigentliche Hintergrund. Danke, meine Damen und Herren. So, bevor wir zu den weiteren Wortmeldungen kommen, Herr Schulte-Wissemann, Herr Mattis stehen bei mir auf der. Herr Schulte-Wissemann nicht? Dann ziehen Sie zurück, okay. Dann Herr Mattis, bevor wir das machen, würde ich Herrn vorher noch mal bitten, kurz zu den Fragen von Herrn Blümel zu antworten.
Ja, Herr Blümel, die Vorlage ist ja so strukturiert, dass wir beschrieben haben, was wir insgesamt für Varianten geprüft haben. Da gab es A, B und C, ist klar. Und in der Vorlage wird auf die verschiedenen Vor- und Nachteile dann insgesamt verwiesen. Und die Vorlage hat ja eine eindeutige Empfehlung an den Rat, nämlich zu sagen, wir müssen hier schnell machen. Ich hatte schon in der Pressekonferenz versucht, Asche auf unser Verwaltungshaupt insofern zu streuen, als ich gesagt habe, natürlich angesichts dessen, was jetzt auch an Einspruch, an Widerspruch von der Bauaufsicht formuliert worden ist, hätten wir als Verwaltung die Vorlage sicherlich an der Stelle deutlicher schreiben müssen, nämlich sagen müssen, A und B sind gar nicht mehr in Frage kommt und die Variante C, die wir vorschlagen, ist zwingend. Die Frage ist deswegen zwingend, weil der Faktor Zeit da die relevante Größe ist. Neben dem Thema Geld, Faktor Zeit, beide Varianten hätten deutlich länger gedauert. Das ist ja beschrieben worden, die Auszugsvariante ist halt eine relativ komplexe Situation, ein ganzes Rathaus quasi ausziehen zu lassen und dafür Angespräch, also nicht nur den Mietraum zu finden, sondern den auch so zu finden, dass dort die ganzen technischen und sonstigen Ansprüche der Verwaltung funktionieren und dass das alles auch verhandelt wird und die Verträge auch hier durch den Rat gehen und. Das sind ja fast anderthalb Jahre, die ins Land gehen und da ist der Dezember 2017 beschrieben worden als möglichster Zeitpunkt. Und wir wissen, dass diese Vorlage ja ohnehin Termine beschreibt, ab April arbeitend und wir sind ja jetzt schon im Juli, also es wäre dann noch später geworden. Also Variante A und Variante B werden aus Zeitgründen sicherlich nicht mehr in Frage kommen. Und wenn Sie die Frage so formulieren, was hätte die Bauaufsicht gemacht? Ich vermute, die hätte das Gleiche dann hier beschrieben. Aber ich sage ja auch, wir haben als Verwaltung das in der Vorlage, hätten wir deutlich klarer ausdrücken müssen. So, sind jetzt schon Aufträge ausgelöst? Planungsaufträge sind selbstverständlich ausgelöst. Natürlich können noch keine Ausschreibungen ausgelöst werden, weil der Bauantrag ist zwar gestellt, aber der Bauantrag ist noch nicht beschieden. Das wird aber in Kürze der Fall sein. Und der Planer muss die Leistungsverzeichnisse noch machen und danach wird ausgeschrieben und dann Kampfziel ist ab Oktober, dass es dann spätestens gebaut wird. Soweit, vielen Dank, Herr Matthies. Also, zunächst zu Herrn Green. Also, man kann ja darüber streiten, wessen geistigen Vorväter es waren, die zu verantworten haben, dass das Rathaus hier nach 1945 mit unzulänglichen technischen Möglichkeiten wieder aufgebaut wurde. Das war zweifellos so. Was aber ganz sicher ist, wessen geistige Vorväter es waren, die zu verantworten haben, dass es überhaupt wieder aufgebaut werden musste. Dass es einem Krieg zum Opfer gefallen ist. Und ich glaube, da sollten Sie sich ganz kräftig an Ihre Nase fassen. Herrn Thiel, also Sie haben ja selber gesagt, Sie haben damals den Punkten 1 und 2 unseres Vorschlages zugestimmt. Und diese Punkte, also Unterpunkte 1 und 2. Und diese Unterpunkte enthielten ja genau das, dass genau das gemacht werden soll, was der Oberbürgermeister vorgeschlagen hatte. So. Das heißt, wir waren uns da doch völlig einig. Deshalb ist es auch Unsinn zu behaupten, wir hätten da irgendwas aufgehalten. Sondern die Punkte 1 und 2 enthielten ja genau das, was ursprünglich in der Vorlage ohnehin enthalten war. 3 und 4 konnten also logischerweise auch nichts Gegenteiliges enthalten. Wir haben ja nicht vorgeschlagen, stattdessen die Variante Auszug zu machen. Sondern wir haben nur gesagt, prüft mal bitte parallel, ob uns nicht die Variante Auszug vielleicht doch günstiger kommt. Und für diese Prüfung haben wir einen spätesten Termin gesetzt, das heißt 30.11. Aber ich sage nochmal, die Prüfung hätte uns auch heute vorlegen können oder im August. So. Und diese Prüfung hätte zumindest, wenn man die Angebote, die uns ja Ihrer Fraktion sicher auch zugespielt worden sind, zumindest kommen wir da ins Rechnen. Also wenn die Verwaltung davon ausgeht, dass die Auslagerung ungefähr 15
Euro pro Quadratmeter kostet, uns aber Angebote zugehen, die bei 10 bis 11 Euro warm pro Quadratmeter liegen, dann kommt man zumindest ins Rechnen und dann will man es zumindest nochmal nachprüfen, ob es nicht vielleicht günstiger ist. Nur darum ging es. Und deshalb kann das auch unmöglich rechtswidrig sein, das hatte ich ausgeführt. Und jetzt habe ich zum Dritten noch eine Frage an Herrn Rohjohann. Das will ich jetzt mal genau wissen. Hat denn die Bauaufsicht der Landeshauptstadt Dresden förmlich mitgeteilt, dass hier Gefahr im Verzug ist und gegebenenfalls das Rathaus gesperrt werden muss? Also gibt es einen förmlichen Bescheid mit Auflagen der Bauaufsicht? Und wenn ja, von wann datiert er? Wann ist der bei der Stadt eingegangen? Und wann wurde der welchem Gremium des Stadtrates auch immer vorgelegt? Das hätte ich jetzt gern noch gewusst. Gibt es weitere Wortmeldungen, Herr Thiele? Also Herr Matthies, ich muss feststellen, Sie kennen nicht mal Ihren eigenen Antrag. Wenn Sie das hier so darlegen, es stimmt einfach nicht, was Sie gesagt haben. Im Punkt 1.5 steht explizit der Punkt 1.2 mit drin und es steht hier drin, dass das dann bis spätestens zum 30.11. alles zu erfolgen hat, so wie wir Punkt 1.1, 1.2 auch entsprechend der Vorlage zu beschlossen haben, aber eben nicht am 23. oder 24.06., sondern das Ganze dann verzögert bis spätestens 30.11., wo noch entsprechende Variantenuntersuchungen zur Beschlussfassung vorzulegen sind. So haben Sie es damals formuliert und das ist das Problem und das haben wir nicht mitgetragen. Und deshalb müssen wir uns heute hier wieder zusammensetzen, weil Sie verantwortlich sind für diese Beschlussfassung. Und das muss hier schon auch nochmal deutlich gesagt werden und dazu sollten Sie sich auch bekennen. Stattdessen versuchen Sie heute wieder placebomäßig Ihren Änderungsantrag noch zu beschließen. Das ist Ihr politischer Stil. Nehmen Sie dafür bitte die Verantwortung. Sagen Sie es deutlich, dass Sie das so handhaben wollen hier. Wir halten das für verantwortungslos. Wir hätten es anders gemacht. Wir haben uns nämlich entsprechend mit den Themen befasst, sind nach ausführlicher Beratung zu der Beschlusslage gekommen, die Verwaltungsvorlage unverändert mitzutragen. Und so haben wir es auch beschlossen. Es wäre der vernünftige Weg gewesen. Und alles andere ist nur Verzögerungstaktik von Ihrer Seite. Gibt es weitere Wortmeldungen? Jetzt Herr Schulte-Wiesermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, auf den Rängen und im Stream. Wir sind aufgefordert worden, deutliche Worte zu sagen. Und ich sage es auch ganz deutlich. Mein Selbstverständnis als Stadtrat, ich glaube auch unser Selbstverständnis als Stadtrat sollte es sein, selbstbewusst unter Anschauung der Problematik und vor allen Dingen mit Verantwortung Entscheidungen zu machen, beziehungsweise an Prozessen sich zu beteiligen. Das Mittel dazu sind Anträge. Nichts anderes haben wir getan. Wir haben eine Verwaltungsvorlage bekommen und haben dazu einen Ergänzungsantrag geschrieben, der dann eine Mehrheit gefunden hat, der, wie schon gesagt wurde, der als er hier behandelt wurde, keinerlei Widerstand von Seiten der Verwaltung bekommen hat. Wenn wir aber jetzt gucken, ich bin sehr dankbar, dass wir diese Sondersitzung haben. Denn es zeigt ja, wir haben ja ins richtige Horn gestoßen. Ja? Wir haben eine Vorlage von der Verwaltung bekommen mit mehreren Optionen, A, B und C, ist ja jetzt egal, aber wir sollten sie einfach abnicken. So, es scheint das Selbstverständnis, und sagen Sie es bitte laut, es scheint das Selbstverständnis von Ihnen zu sein, dann einfach die Verwaltungsvorlage abzunicken, zu sagen, schön, jetzt gehen wir mal in Sommerferien. So, wir haben daran etwas geändert. Und wie man ja sieht, es gab gar keine Alternative.
Ja, das ist jetzt klar geworden. Kann die Presse sozusagen, wenn sie einfache Sachen schreiben wollen, schreiben sie das. Es gab gar keine Alternative. So, es war vorgesehen, dass der Stadtrat einfach das durchwinkt. Und als er das nicht getan hat, dann haben wir uns jetzt hier zur Sondersitzung getroffen. Wessen Schuld ist das, wenn eine Verwaltung eine Vorlage mit drei Alternativen vorlegt, die allerdings keine Alternativen sind, weil nämlich nur eine einzige genommen werden kann? Ja, dann ist das sicherlich nicht die Schuld des Stadtrats. Sondern wir haben quasi jetzt diese Sache einmal jetzt aufgedeckt und mit unserem Ergänzungsantrag werden wir in den nächsten Monaten die Mittel und die Möglichkeiten und die Informationen geliefert bekommen. Es ist nämlich ein Unterschied, ob wir fragen können oder ob aktiv die Informationen uns gegeben werden müssen. Das ist ein großer Unterschied und so werden wir jetzt hoffentlich in den nächsten halben Jahr dann die Rathaussanierung auf den Weg bringen. Es ist sehr schade, dass wir jetzt 3 Millionen verbrennen in Brandschutztüren, die dann wieder abgebaut werden. Aber es geht halt nicht anders. So ist es jetzt. Schönen Rest Sommer. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht, dann würde ich dann vorher noch mal bitten, auf die Frage zu antworten. Also auf die Frage von Herrn Mattes gibt es immer Folgendes zu sagen. Es ist sowohl in der Verwaltung in der Vorlage dargestellt, wie in dem Einführungsvortrag von Herrn Schmidt-Lamontaine dargestellt, wie die Chronologie war und wie das Agieren der Verwaltung, insbesondere auch der Bauaufsicht war. Der Ausgangspunkt für die Frage, müssen wir interimistisch jetzt was machen oder nicht machen, der lag hier auch im Stadtrat und zwar in der Beschlussfassung zur Vorlage im März letzten Jahres. Das war die Vorlage V2995 aus 14. Damals haben wir hochgerechnet, was die Sanierung des bis dato unsanierten Teiles kosten wird und haben gesagt, man kann da natürlich Abschnitte bilden, 1, 2 oder 3. Wir hatten damals eine Vorzugsvariante, die hieß, wir machen alles in einem Abschnitt. Und das Problem ist jetzt dadurch entstanden, dass die Bauaufsicht natürlich immer weiß, sie kann jetzt nicht von heute auf morgen einen kompletten Brandschutz verlangen, weil sowas muss ja vorbereitet sein, geplant sein und, und. Wenn die Bauaufsicht eine Perspektive hat, eine konkrete Perspektive, aha, es passiert was, dann ist immer die Frage, wie lange das dauert und ist bis dahin sind die Dinge dann zu tolerieren. Die Vorlage ist aber eben nicht so entschieden worden, sie ist eigentlich gar nicht entschieden worden, weder jetzt in der Variante, wie wir sie vorgeschlagen hatten, mit einem Bauabschnitt, noch mit zwei, noch mit drei Bauabschnitten. Sie hatten damals im Finanzausschuss gesagt, wir machen 100 Bauabschnitte, um die Haushaltsbelastung gering zu halten. Dann dabei ist es also dazu gar nichts entschieden worden, sondern einfach gesagt worden, plant ihr mal als Verwaltung, dann legt ihr uns das mal wieder vor, und zwar 2016, und dann entscheiden wir mal. So, und da ist die Unsicherheit in der Bauaufsicht hereingekommen, weil sie nicht wusste, was wird denn jetzt eigentlich? Passiert jetzt was Konkretes oder passiert nichts? So dass wir dann gemeinsam überlegt haben, jetzt wie überbrücken wir jetzt dieses Unsicherheitsmoment, diese Unsicherheitsphase. Und dann ist gutachterlich dann eben das sortiert worden. Herr Schmidt-Lamontaine hat es beschrieben, in der Vorlage steht es auch nochmal drin, was man machen kann, wie man es machen kann. Und der Gutachter hat gesagt, ihr müsst jetzt was machen angesichts der baulichen Situation und dass jetzt konkret keine Perspektive vorhanden ist, sondern dass alles ein bisschen noch in den Sternen steht. Und seit, ich glaube, Februar haben wir geschrieben, Ende Februar liegt auch genau vor, wie wir es machen müssen. Und seitdem ist diese Vorlage unterwegs, um dafür die haushalterischen Voraussetzungen zu schaffen, damit wir es machen können. Die Bauaufsicht erlässt gegenüber der Stadtverwaltung keine förmlichen Bescheide. Das darf sie, glaube ich, gar nicht. Selbstverständlich. Alles andere ist beschrieben in der Vorlage und in dem. Selbstverständlich, wenn wir als Bauherr auftreten, erlässt sie auch gegenüber der Stadtverwaltung. Habe ich Ihnen das Wort gegeben, Herr Mattes? Ja. Und zweimal haben Sie sich schon zum Punkt gemeldet. Ich habe auch eine Rückfrage an Herrn und von der Seite her ist da Time Over. Ich darf aber. Es ist so, lese die Geschäftsordnung. Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, dann möchte ich die Frage von Herrn Kollegen Mattes aufgreifen und möchte Sie und die Verwaltung, insbesondere Herrn Vorjohann, fragen.
Kann ich die, oder meines Erachtens muss ich die Antwort von Herrn Bürgermeister Vorjohann so verstehen, dass kein förmlicher Bescheid bezüglich der Brandschutzmängel und der Dinge, die jetzt unverzüglich zu tun sind, ergangen ist? Die Antwort übernimmt Herr Kollege Schmidtler-Montin. Die Bauaufsicht kann innerhalb der eigenen Verwaltung keinen Verwaltungsakt erlassen. Das ist das Problem. Es gibt aber selbstverständlich diverse Gespräche und auch Hausmitteilungen, wo man den akuten Bedarf und die akute Dringlichkeit zu handeln anmahnt. Einen förmlichen Verwaltungsakt gibt es nicht, weil er innerhalb der eigenen Verwaltung nicht erlassen werden kann. So, haben wir noch weitere Beiträge? Sonst kommen wir in die Abstimmung. Es liegt ein Ergänzungsantrag zur Vorlage vor. Den würde ich zunächst abstimmen lassen. Und dann war punktweise Abstimmung beantragt, was ich dann in der Finalabstimmung machen würde. So, wer der Ergänzung um einen Punkt 4, wie interfraktionell vorgelegt, zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenteilung. Dieser Ergänzungsantrag hat 25 Ja-Stimmen bekommen, bei 24 Nein-Stimmen und keiner Enthaltung, wird damit angenommen. Wir kommen damit, wie beantragt, zur punktweisen finalen Abstimmung. Wer Punkt 1 der Vorlage zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen ...33 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 16 Enthaltungen, damit angenommen. Wer dem Punkt 2 der Vorlage zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen, das sind 4, keine Gegenstimmen und wie viele Ja-Stimmen? 47 Ja-Stimmen. Damit kommen wir zum Punkt 3 der Vorlage. Wer dem Punkt 3 stattgeben möchte, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen. Stimmenthaltungen, bei 4 Enthaltungen keiner Gegenstimme und 46 Ja-Stimmen wird das auch angenommen. Und dann kommen wir noch zur finalen Abstimmung über den ergänzten Punkt 4. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltungen. Haben wir nicht. Dann haben wir diesmal 26 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Und damit wäre das auch angenommen. Wir hätten den Punkt komplett behandelt, unsere Tagesordnung absolviert. Ich darf Sie wieder in den wohlverdienten Sommerurlaub entlassen.